Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Summoner. Ich bin Summoner Gameplays und bei mir ist Cool Guy Heart. Ja, Cool Guy Heart hat uns voll geheilt. Weiter geht's. Halt, stopp. Jetzt gibt's erstmal ein bisschen Regen. Du hast aber nicht deine Regenkranzklamotten an. Sicher? Ja. Du weißt nicht, wie ich einen Regenkranz dafür. Keine Ahnung. Ich weiß es einfach. Mann. Jawohl, Wolke im Akro-Mode. Oh, Wolke tot. Tja, ich hatte ein kurzes Leben, aber ein episches. Wie kann es, wenn man so kurz lebt, episch sein? Ich glaube, du bist gleich nicht mehr. Ich lerne stolpern. Natürlich kann auch ein kurzes Leben episch sein. Hallo! Hi! Hallo! Es wird ja langsam zu blöd. Es wird knapp. Guck mal, du bist mal drin. Ich versuche, so lange auszuhalten, wie es geht. Dann und tschüss. Geh mal. Welcome back on the Lava Bridge. Was haben unsere Freunde da unten? Oh shit. Die kommen nicht. Sicher? Ja, die stehen bei mir hier unten. Ja, bei ihm laufen wir hier gerade hier entlang. Beschwör einfach die Wolke. Komm dann mit der Wolke hierher. Ja, jetzt ist mein Anwesen. Nicht vorrennen als Sammler, ne? Wir können dich one-hitten. Bist du denn verstecken? Ich brauche hier. Ich kann aber nichts anderes als vorrennen, weil du die andere halt zurückrennst und ich keinen Bogen habe. Wo ist deine Wolke? Hinter mir? Nein! Alles deine Schuld. Alles deine Schuld. Weil du nichts kannst. Sagt der, der gestorben ist, weil er 180 Schaden gefressen hat. Ja und? Du hast mich abgelenkt. Mit was denn? Ich muss nach meiner Wolke gucken. Wegen dir. Du musst doch auf deine Lebens... Ich hab dir gesagt, geh nicht mit dem Summoner vor. Was ich war nicht vorne. Nein, du standest ja nur direkt vor dem Gegner. Du bist da hinten gerannt, deswegen sind die gefolgt. Alles lauf deine halt, Schuld. Dann lauf halt weiter weg. Ich kann nichts dafür, dass du so... Alles deine Schuld. Es fällt mir gerade das Wort nicht ein. Pech, alles deine Schuld. Ah, zu inkompetent. Bist du wohl. Du müsstest deine Wolke killen. Wo ist denn die? Keine Ahnung, ich glaube es auf jeden Fall ist... das kämpft gegen die Golems. Wolke hat die Golems gekillt. Wolke ist tot. Wie viel Erfahrung brauche ich noch? Zu viel. 2.500. Ich brauche 1.000. Warum ist das alles deine Schuld? Nein. Doch. Nein. Doch. Du bist doch gestorben. Du hast mich abgelenkt. Du bist trotzdem gestorben. Leck mich. Nein. Doch. Beschwör mal lieber was. Geht nicht. Doch, geht. Nein. Guck doch mal da. Ich bin da. Leck mich. Okay, viel Spaß am Sterben. Ja, hast du wohl. Weil ich mal wieder einen Tag bin. Weißt du? Alle deine Schuld. Ich weiß nur, dass wir gerade gegen Imps kämpfen und es wieder Imp-Gulasch gibt. Alle deine Schuld. Kannst du auch mal aufhören, mir vor alles die Schuld zu übertragen? Nein. Ohne Feuerfall. Weil du nichts kannst. Sagst du. Ja. Weißt du? So, jetzt. Ende Gelände. Es folgen aber noch weitere Imps, das weißt du.
Ich werde diese Party jetzt beenden. Das wird mir langsam ein bisschen zu heiß. Ist ja nur Lava unter uns, ne? Warum musst du immer mein Wortspiel ruinieren? Warum? Hm? Das ist mein Job. Tut es nicht langsam wenig Sachen hier zu machen, die einfach größer sind als man selbst? Musst du wissen. Wieso? Machst du ja dauerhaft den Mond kalt. Die sind dreimal so groß wie du. Fühlt sich irgendwie episch an. Irgendwie ja nicht. Dämonen zu schnitzeln? Was für ein Mond? Dämonen! Ach, Dämonen. Ich hab verstanden, Mond. Ja. Ja, genau. Eine Wolke könnte auch mal was machen. Mach sie sich dekorativ. Wow! Doch so viel. Ja. Das machst du teilweise mehr als du. Ich krieg jetzt einen Feuerball. Strike. Wir brauchen Heal. In your face. Zufrieden. Ich bin immer noch unter Half-Life. Was? Chill dein Leben. Wolke kommt jetzt. Sache erledigt. Der Imp lebt aber noch. Ja und? So, okay, wie viel brauche ich noch? 1300. Das heißt, der Boss muss jetzt 3500 Erfahrung geben. Sonst noch was? Ihr müsst den jetzt legen. Den roten Oni. Oh, wie süß. Mehr so eins. Das hier ist ein Süß. Ich lerne blenden. Ach, du lernst das? Ja. Sinnvolle Kette. Glaub ich irgendwie nicht. Der Gegner greift deine Wolke an, aber du kriegst Schaden. Auch sinnvoll. Ich habe ein Level up. Ich auch. Dornkeule und Buch der Cousin. Nein! Nein, der Imp, Leute! Der Imp kommt! Jetzt hast du verkackt. Nein! Jetzt hast du verkackt. Hund gleich raus, dass ich mich schon aufregen kann. Nein. Geht nicht. Ich kann den noch nicht raushauen. So, schwere Waffen 5, Ausweichen 8. Warte mal. Die beschwemmert die Wolke und haut den Imp raus. Ah, da? Ja. Ja. Jetzt mal gleich. Vielleicht mal kurz während das auf Cooldown ist, das Buch vorlesen. Ah ne, ich hab ja das Buch. Soll ich vorlesen? Weil du nichts kannst. Soll ich vorlesen oder willst du weiter? Ach, ich lese einfach Hau vor. Hau raus. Ich muss hier sowieso noch mit meinen Cooldowns rumhantieren. Die Kosani haben uns mit Klingen begrüßt, was darauf schließen ließ, dass sie unter dem Einfluss eines mächtigen Dämons in Gestalt eines roten Oni standen. Wenn wir in Ikemos keine Hinweise finden können, müssen wir nach Lenel zurückkehren und uns um die Priester von Urat kümmern. Ja. Und da kommt er. Vielleicht heilt er mich doch und dich nicht. Das würde er nicht wagen. Okay, komm. Dann, ich weiß noch, wo Imps sind. Lass es testen. Seriously? Seriously. Hau raus. So. Man muss den Imp schon steuern, ne? Hm? Wieso? Oder, weil sonst macht er nichts. Was jetzt? Warte mal kurz. Was für ein Opfer. Ja, ich hab noch ein bisschen Damage kassiert. Ja, man heilt nur, wenn man unter Half-Life ist, ne? Hm? So ist so, macht das halt der Computer. Hm. Man halt. Dein Imp flattert nach vorne, macht aber weiterhin nichts. Vielleicht sehen wir es ja erst an diesem Imp. Warte, ich lass mich mal ein bisschen andamagen. Okay, jetzt zaubert er nicht mehr. Jetzt gibt's Imp-Battle. Du musst deinen Imp aber auch steuern, ne? Mach ich doch. Guck, jetzt soll ich gehen. Jetzt soll ich stehen. Du kennst doch den Imp. Dein Imp macht bei mir gar nichts.
Weißt du warum? Weil du scheiße bist. Musst du. Dein Hund ist doch scheiße, wenn er nichts macht. So. So, warte, lass mich jetzt mal hier von dem damagen. Das war's schon mit dem Zauber. Ein Feuerpfeil, der hört auf zu zaubern. Okay. Kann man machen. Und tritt. Und er weicht raus. Und ich hab minus Stille. So, lass mal den Computer ran. Warum läuft dein Charakter gegen eine Wand? Weil ich ihn zur Seite platziert hab und dann im näheren dran zu platzieren, damit ich eventuell heil. Na, mach weg. Ich werde mich jetzt schon darauf freuen, zu sterben. Jo, weil ich jetzt dann warten werde. Dein Imp macht was ganz Sinnvolles. Neben dem Gegner stehen und nichts machen. Oh, jetzt weiß oh, ich, wie ey, du... jetzt greift er an. Jetzt weiß ich, wie du... Angriffen. Jetzt gut. Weiß ich, wie du dich damals gefühlt hast. Ich bräuchte mal hier deine Hilfe. Wieso? Du machst doch dran. Ja, ich aber stehe. Ansonsten haben wir die 10 Jahre um, der lebt immer noch. Komm. Dein Imp kann übrigens Eis zaubern, ne? Ich weiß. So, lebt noch einer oder sind alle? Ja, wir haben alle geklärt. Dann komm mit zur gelben Linie. Weil du nichts kannst, Alter. Nichts kannst du. Wenn ich nichts könnte, wären die Gegner noch alle am Leben. So. Kusani wird damit geschafft. Das heißt, ja. Wir kommen als nächstes zum Marktplatz. Yay! Und ich hab einen Imp, der mich heilt. Oh nein, ich hab einen Imp, der mich nicht heilt. Wo ist der eigentlich? Wissen wir noch nicht. Noch ah, da ist er. So, und ob er mich heilt, das seht ihr das nächste Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Together Summoner. Ich bin Summoner Gameplays und bei mir ist... Kugel. Haut rein!